Herzlich willkommen zurück auf Scavenport mit den Herrn Zahntor. Hi, hi, hi. Und meiner Sicht mit F3. Wir wollten eigentlich lösen, was Willbald sagt. Aber es hat der Rabe wieder den letzte. Vielleicht schaffe ich es bald in der Nachbarstadt zu arbeiten. Leider haben wir es bisher nicht erfahren, ob er es wirklich schafft, aber vielleicht kommt es ja noch. Hier ist etwas. Sieht aus wie ein Friedhof. Aber ist noch abgesperrt. Hey, da ist ein Skelett. Lass mich rein, lass mich rein. Hier ist offen. Hier kann man rein. Oh, leere Umzugskisten. Koch Ronald, der gibt uns für 10 giftige Pilze einen Goldstaub. Okay, hier haben wir einen Koch. Wofür braucht er 10 Ich giftige will nicht wissen, für was. Pilze? Ich will nur den Goldstaub haben. Verstanden? Nö. Benötigt zwei Spieler. Hier oben im Haus ist was. Ich habe gerade was Wichtiges zu erledigen. Tut mir leid, Rappi. Hey, komm mal her. Lalalalalala. La 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 la. Haha, ich habe das Schlafzimmer von dir gefunden. Komm her. Ich muss gerade die leeren Umzugskisten durchstöbern. Ofen? Okay. Was sagt denn Geralt? Von Riva. Guten Tag, wieso stehen bei Ihnen hier überall so viele Kisten herum? Sich wieder. Ich ziehe gerade. Nein, jetzt ist schon die gleiche Stimme. Ich ziehe hier gerade ein eigenes Haus zu besitzen war einer meiner beiden letzten Wünsche. Mein zweiter Wunsch ist es, die Trophäe der Arena in meinen Händen halten zu können. Leider bin ich mittlerweile zu alt, um selbst an den Kämpfen der Arena teilzunehmen. Ich bin gelangweilt und ihr beide sieht sehr jung und sportlich aus. Es beschämt mich, euch dies zu fragen, aber ja? Würdet ihr zwei vielleicht für mich an den Kämpfen der Arena teilnehmen? Wenn ihr gewinnt und mir die Trophäe bringt, werde ich euch reich belohnen. Nun ja, ich schätze, die Arena wäre ein guter Ort, um einmal unsere Fähigkeit im Kampf zu testen. Und selbst wenn wir nicht gewinnen und selbst wenn wir nicht gewinnen und auch keine Trophäe erhalten, wird es trotzdem ein gutes Training gewesen sein. Heißt das, ihr beide geht für mich in den Kampf? Nö. Zum Glück habe ich nicht Kampf schon Knast gelesen. Auf in den Kampf! Quest angenommen! Danke, wenn ihr es schafft, werden dank euch all meine Träume erfüllt. Neue Insel freigeschaltet, sprecht Captain Westwind auf seinem Schiff am kleinen ha Hafen an, um zu der neuen Insel zu fahren. Happy? Ich habe noch was für dich. Wo? Im Haus noch immer gewesen. Wo? Wo wir gerade drin waren, du. Wo? Spacko. Ich bescheiß Mit dich. Toilettenpapier. Das weiß ich, hätte es nicht mehr aufgehoben und sage Toilettenpapier, auf einmal hebe ich es auf. Klopapier. Schön. Ich Woher hab. wusste ich das? Ich habe einen Brunnen ge. Oh, cool. Hier sind Geräusche, Rappi. Bei der Am Schmiede. dunklen halber Weg und Schmiedehändler. 5 Gold schafft gleich ein Warte mal, Eisen. am Blumenthal, Rappi? Ich glaube, wir haben unsere Destination gefunden. Oh, guck mal! Was für ein süßer Briefkasten. Rappi? Kommst du? Ich gucke gerade hier. Da werden wir uns noch nichts leisten können. Nee, aber ich wollte mal schauen. Guck mal den Briefkasten, der ist voll cool. Ja, das ist eine Kiste. Oh, ja. Lupen Der Maria, Text. Maria, bist du da? Maria! Das
Zimmer ist total verwüstet. Es tut mir leid, mein Bruder, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie wirklich entführt wurde. Es tut mir wirklich leid. Warum sie? Wir werden diese Piraten. Ja, das. Wir werden diese Piraten verfolgen, Maria finden. Als hätte ich gewusst, was du sagst. Bist du dir sicher, es könnte ewig dauern und am Ende sind wir vielleicht zu spät? Ja, ich. Ja, ich bin mir sicher. Und je länger wir nichts tun, desto geringer sind unsere Chancen. Gut, ich kenne jemanden, der uns vielleicht helfen kann. Man nennt ihn nur den Gerüchtemann. Und er wo wohnt nur zwei Häuser weiter am Stadtplatz. Lass uns ihn besuchen. Den Gerüchtemann. Da, zwei Häuser weiter. Hier? Keine Ahnung, hier ist auf jeden Fall ein Obst Knopf. und Gemüse. Bäcker. Und Fleischer. Okay, hier, von hier bekommt Essen. Mit Klopapier. Klopapier. Hier ist Was ein ist hier? Kompass. Rabbi, hier. Wenn, was? Wenn ich euch, Wenn ich euch irgendwo hinbringen kann, dann gebt mir doch bitte Bescheid. ich hab Bob gefunden. Reden mit Bob. Hallo! Wie ich in meinen Unterlagen sehe, habt ihr ein Haus am Blumenthal, richtig? Wie mir aufgefallen Mal. ist das Haus ziemlich mickrig und demoliert. Ich habe da einen Vorschlag. Ich habe Vorschlaghammer. Wir könnten das ha kleine Haus erweitern. Sowas erledige ich gerne für die Bewohner dieser Stadt. Auch vollkommen kostenlos. Jeder hilft jedem. Das heißt aber, dass ich nur dann das Haus erweitere, wenn ihr auch anderen helft. Immer wenn ihr, was? Immer wenn ihr Karma erlangt habt, Carla, indem ihr Bewohnern helft, kommt zu mir und wenn ihr genug Kala habt, erweitere ich Hier, das Haus. Klopapier. Das Kala Toll. seht ihr in der Spielerliste. Wir schaffen das! Klopapier, Klopapier, Klopapier. Rappi, Klopapier. das ist Ja. nichts gut, Kammer. Doch. Ich habe auch Klopapier. Es tut mir leid, aber zurzeit kann ich euch beiden nichts anbieten. Dann hier Klopapier. Nee, ich will noch nicht mit dir reisen. Ich will zwar die Felder kaputt machen. Warte mal, kann man die Felder kaputt machen? Ja. Hey, ich war gerade nicht. Was, man kann die Felder kaputt machen? Ja, kann man, aber man bekommt dadurch nichts. Tschüss, Rabbi. La 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 la, gutes Karma, gutes Karma. Ist ein Spawnpunkt. Wo ist das Pop? Aber der geht noch nicht, der ist kaputt. Ich glaube, wir sollten hier noch nicht her. Wir sollten vielleicht mal ein Grüche machen. Gutes Karma, die hat es schon gutes Karma. Oh. Haben eh so ein großes Feld, da fällen ein paar 500 nicht. Paar 500. So, da waren wir drin. Lalalala. Haha. Ich benutze Mit Abkürzungen. der anderen Hälfte kriegt ihr kostenlose Erweiterung des Hauses. Wir werden vom Wäldern da rumhüpfen. Gut, wir werden nie Die wieder Erde Erweiterungen zerstören. bekommen. Oh. Was ist hier hinten noch? Hinten steht auch noch ein Häuschen. Oh. Chicken Wing und Nugget und Petri und Donald und das Hühnchen ohne Name und Chuck Chicken. Chick Norris. Chicken Norris, alles klar. Den würde ich nicht irgendwie zu fressen freigeben. Da ist ein Haus. Ich habe ein Haus gefunden. Ich habe Henlin gefunden. Hallo ihr zwei. Ihr wollt mir nicht zufälligerweise schnell einen Gefallen tun. Nö, eigentlich nicht. Meine Frau ist schwer krank. Und was können wir dagegen tun? Wir sind keine Ärzte. Deswegen habe ich euch auch nicht gefragt. Wir haben nämlich schon viele Ärzte aufgesucht, aber keiner konnte meiner Frau helfen. Ich habe aber von einer Insel gehört, wo sich heiliges Wasser befinden soll. Heiliges Wasser? Ich bin auch ein wenig skeptisch, aber das ist die letzte Chance für meine Frau. Und ich selber kann auch nicht weg. Ich muss mich um sie kümmern.
Könntet ihr nicht vielleicht zu dieser Bo Insel fahren, eine Belohnung bekämet ihr beiden auch. Bekämet. Das heilige Wasser-Quest angenommen. Aber Ja, beeilt euch. das ist Ich weiß das nicht, gleiche wie wie lange es noch meine Kermit. Frau noch aushält. Was? Bekämet, Kermit. Kermit? Kermit. Kermit? Was? Wo soll ich mitkommen? Okay, der wird schlecht. So, wir wollten eigentlich zum Gerüchtemann. Reisender Georg verkündet heute Abend seine Erlebnisse von der Insel Graffitbord. Eine. Island. War nicht irgendwo ein Hausverschluss? Dann ist er vielleicht da drin gewesen? Skandal! Essen auf Scavenport vergiftet! Wo triggerst du die Nachrichten? Ah, da ist noch einer. Ich habe Stadtwache Roy gefunden. Ravi, wo Lass bist mich du? schlafen, ich komme später wieder. Bist denn du schon wieder? Mach mich auf, mach mich auf, mach mich auf. Ravi? Okay, dann spreche ich Nach an. Haus von der von meiner Schwester. Ich gehe mal hier ein bisschen Schwester? weiter. Ich Ja, hatte damals Spaß, aber jetzt stehe ich nur noch von deiner Schwester, tagelang von meiner rum. Frau. Komm wieder zurück. Einst war ich auch ein Nein. Krieger, wie ihr, aber dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Schritt der Ehre in den Nie. Ah, gute Skyrim-Anspielung. Kenne ich Aber das nicht. haben die Leute damals wirklich gesagt, weißt du, was das bedeutet? Dass ich ihn schlagen muss. Nein, das bedeutet, dass er Ich verheiratet hab ist. Harley Quinn gefunden. Oder Gerüchte, Mann. Wie du nennen Nein, willst. Harley Quinn. Oh, hey, hallo, hereinspaziert. Wen haben wir denn da? Das ist doch der gute alte Mephisto. Was führt dich zu mir? Und wen hast du da Feines mitgebracht? Hallo, Gerüchtemann. Das ist mein Bruder Anchises. Und er ist auch der Grund, warum wir hier sind. Bei uns erzählte man sich von einer Piraten-A. Jawohl, ein Piratenangriff. Gar nicht lange her. Mord, Raub, Feuer, viel Feuer, riesiges Chaos hier. Hast du eine Idee, von wo diese Piraten gekommen sein könnten? Wo sie herkommen? Nein! Wo sie hinwollen? Möglicherweise! Der Sohn von Khan, dem Einzelnen der Insel Lucania, erzählte, dass die Piraten kurzzeitig vor Vulkanien ankehrten. Angeblich sind sie auch bis in den Vulkan vorgedrungen. Dort solltet ihr nach Hinweisen suchen. Ja, vielleicht kann man auch dort helfen. Doch braucht ihr einen Gegenstand mit massiver Sprengkraft, Peng, um in den Vulkan zu gelangen. Ich fange schon wieder an nach den. Können Sie uns sagen, wofür wir diesen Gegenstand finden können? Nicht weit von hier, möglicherweise in der Kanalisation, möglicherweise. Und wie sollen wir bitte in die Kanalisation gelangen? In der Nähe des Hafens, wo sich auch euer Schiff befindet, gibt es einen Eingang. Zwei sogar, drei aber nicht. Schön. Danke, Rüchtermann. Wir kommen wieder, wenn wir Neuigkeiten haben. Nein, wir kommen nie wieder. Wunderbar, das freut mich sehr. Ja. Das macht mich ein bisschen aggressiv. Was? Du musst wieder hier mal herkommen. Du bist zu weit weg. Ui. Gott, stopp. Eure Geschichte zwingt mich fast dazu, selbst mal etwas zu erleben. Ah, ich habe schon 6-mal Gold staub. Cheater. Ich habe drei rote Äpfel. Einen esse ich, jetzt habe Ich ich hab zwei. 4. So, was war unser Plan? 2 habe ich gerade gegessen. Ah ja, Kanalisation, genau. Warte, Achso, hier die Frage, ist. wie war da rein? Achso, das war Nein. Lynette, der was schlafen wollte, richtig? Ja. Nö, nö. Mach endlich auf. Du fauler Sack. Da ist noch etwas. Hier ist Enlan. Happy? Wo? Andere Seite. Warte. Da. Wäh! Abgeben Plätzchen. Wäh! Ich glaube, sie heult. Ruhe. Fresse! Stadtwache Wolfgang. Verbrechen? Nicht, seitdem ich hier wache. Mit Verlaub, ich bin wohl die beste Stadtwache. Unbeutel. Ach, darum ist die ganze Stadt in Flammen. Ah! Ja. Durch ihn. Durch ihn. Das ist die ganze Stadt im
Flammen. So, warte mal. Bei uns, wo wir, das ist aber nicht unser Hafen, weil der an Hafen sah anders aus bei uns. Das sind wir auch falsch. Ja. Ich Aber glaube, der das. ist auch ja hier zerstört. Wird zerstört oder so, oder? Glaube, wir sind ein bisschen falsch. Glaube ich nicht. Ich schon, weil wir sind jetzt bei der Schmiede und wir sind nicht bei der Schmiede reingekommen, wir sind bei der Kuchentante reingekommen. Verfluchte Zahlen! Sie Männer schreien 4, 8, 15, 16, 23, 42 rum. Was es damit wohl auf sich hat? Vielleicht spielen Sie Lotto? Aber das ist trotzdem ein anderer Hafen. Ja, ich sage, Aber wo du das ist bist, ein ist ein anderer Hafen. anderer Hafen. Skandal! Hessen! Hessen aufs Scampingboard vergiftet! Ich habe nur noch diesen einen Kuchen. Es wäre nett, wenn ihr diesen nicht alleine auf isst. Nein, wir essen ihn gemeinsam auf. Ja, unsere Kammer steigt irgendwann mal. Ja. Ah. Hier Klopapier. Oh, hier ist ein Ding. Hier fehlt Gold, eine Bombe. Ah, Rappi. Ich bin nicht mal einsam und Pete. Er hat gerade von mir Klopapier bekommen. Hast aber nichts dafür bekommen, oder? Nö. Der Auch will schon ja. gebrauchtes letzten Papier. Er will Liebesbriefe, kein Toilettenpapier. Wie du weder Känguru brauchst Toilettenpapier, verstehe ich nicht. Vom so richtig, wo die Scheiße noch dran klebt. Ich habe, glaube ich, die Kanalisation übrigens gefunden. Jetzt baden wir in Scheiße. Ja, traut es sein. Für einen Raptor? Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, ein Raptor lebt eher in deinem Urwald als in der Kanalisation. Bist nicht Killer Croc oder Killer Tor. Killer Tor. Ah, okay, cool. Ja, Ja, verstehe. Ja, ich hab mir die Schuhe Hast du nass gemacht. einen Bogen? Du Arsch! Kannst du mich hier hochschlagen? Rappi, hier ist rote Wolle. Keinen Okay, dann Bogen. geht's hier noch nicht weiter. Hat Gerüche man noch irgendwas gesagt? Was ich nicht mehr im Kopf hab? Dass er auch von Stehe. Ah, dass da eine Kiste ist, hat er gesagt. Ich hab Bomben gefunden. Und einen ranzigen Pilzen. Hi, ich habe wieder gute Pilze. Tja. Jeder dem, was das gehört. Warte mal. Das muss der Gegenstand sein, von dem der Gerüchtemann sprach. Ach, okay, wir kriegen nur TNT in der Kanalisation. So, und weiter? Wo ging's jetzt weiter? Happy? Mach deinen Job. Arschloch. Habe ich. Mach den Job, erst für die Luke zu machen. Angeblich sind sie auch dort bis in den Vulkan vorgedrungen. Sollen wir mal zum Captain schauen? Ja, können wir machen. Ich habe schon wieder fast kein Essen, ne. Ich habe kein Essen mehr. Losfahren mit Schiff. Wir fahren erst los, wenn alle hier oben bei mir auf dem Schiff sind. Rabin muss hoch, komm zum Hallo. Captain. Wohin wollt ihr reisen? Von mir kam nur. Wohin wollt ihr reisen? Wohin wollt ihr reisen? Ach, warte mal. Hat Gerüchte mal nicht irgendwas gesagt von Zweiten? Hast du eine Idee, wo sie herkommen? Nein, wo sie hinwollen, möglicherweise. Vulkania. Vielleicht müssen wir nochmal zum Gerüchtemann. Dann sehr gut sein. Vielleicht habe ich auch keine Herzen mehr. Kann passieren.
Der ist eigentlich nicht Gerüchtemann, sondern Gerüchemann. Was? Ah. Nein, der heißt Gerüchte, Mann. Ich hab's nur Ein vorhin. Gerüchemann. Was? Rappi, kommst du mal zurück? Wieso? Weil ich habe hier was zum Aufspringen und ich möchte nicht alleine springen. Vor! Nein, zurück, nicht vor. Guck mal. Oh, wie cool. Oh nein. Nein. Bitte nicht. Nein. Haben Sie. Nein. 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 Was ist? Reden mit Hamsetti. Nein, Toll. Guten Tag, die Herren. Darf ich mich einmal vorstellen? Mein Name lautet Hamsetti. Und damit ihr mir zuhört, könnt ihr euch kurz nicht bewegen. So. Ich weiß nicht, ob ihr es wahrgenommen habt, aber ihr habt euch soeben in meine Behausung gesprengt. Sicherlich seid ihr zwei liebenswürdige Personen. Würdet mir daher eine Frage beantworten? Wieso nehmt ihr es an, es wäre in Ordnung, euch in Häuser fremder Personen zu sprengen? Wir hatten nie wirklich das Vergnügen, uns kennenzulernen. Aber selbst wenn wir uns kennen, wäre es angebracht, meine zierliche Wohnung nicht zu verwüsten. Ich male mir aus, dass ihr bei euch zu Hause gerne die Häuser anderer niederbrennt. Ja klar, das ist normal. Aber hier auf Scavenport oder generell in zivilisierten Städten ist sowas nicht wirklich annehmbar. Wir freuen uns Wie? natürlich, wenn ihr Interesse zeigt und einen Dialog mit uns startet. Denn ihr scheint hier neu zu sein und Freundschaften knüpft man schneller, wenn man andere Personen anspricht. Dennoch solltet ihr nicht versuchen, solche Freundschaften zu erzwingen, Okay. indem ihr unsere Häuser aufspringt. Wieso nicht? Auch wenn sich vor meinem Haus ein Goldblock befand, wieso springt ihr einfach alles, ohne vorher zu überlegen, ob es jemand vielleicht schaden könnte? Natürlich war meine Wohnung davor nicht die einladendste und vielleicht dachtet ihr, ein Loch würde mir mehr Besucher verschaffen. Dennoch, immerhin könnte jetzt jeder betrunkener Matrose hier hineinspazieren. Aber ich habe euch nicht darum gebeten, meine Wohnung empfänglicher zu machen. Wie denn auch, immerhin sehe ich euch hier zum ersten Mal. Nehmt euch dafür ein Beispiel an meinem Bruder Resetti. Boah, diese Animal Crossing-Anspielung, ey. Jeden Tag muss er Leuten erklären, dass man ihre Taten nicht rückgängig machen kann. Nicht? Kennst du's, Rappel? Nö. Resetti ist aus. Ich glaube, das war das Animal Crossing? Ich glaube schon. Keine Ahnung, Du Sus. konntest ja, da konntest du, das war ja so ein Echtzeitspiel und wenn du da die Zeit vorstellst, ohne zu speichern, hat dich nachher Resetti immer voll gequatscht. Das ist nicht safe, ja, oder wie? Und das ist Hamsetti, das ist sein Bruder. Wow. Und dennoch versuchen sie immer wieder mit ihrer dunklen Magie ihre Welten zu resetten. Und das Unheimliche ist ja, dass sie dies auch schaffen. Fortdauernd kontaktieren verwirrte Dorfbewohner weltweit meinen Bruder und fragen ihn, wieso ihre Arbeit plötzlich rückgängig gemacht worden ist. Seltsamerweise passiert sowas immer, nachdem ein Neuling der Gemeinschaft beigetreten ist. Versteht mich nicht falsch, denn nicht jeder Fremde ist automatisch ein Hexer. Aber es gibt genug Fremde wie ihr, es gibt genug Fremde wie ihr, die sich vorstellen, die Welt gehört ihnen. Jetzt darf ich wegen euch das Loch abermals stopfen. Rappi, darf ich das einfach Direkt. weiterklicken, ohne dass ich das vorlese? Weil ich habe eh schon keine Nein. Stimme mehr. Nein, nein, alles vorlesen. Nicht akzeptabel! Und jetzt verschwindet. Boah! Okay. Rappi? Was, kann man es doch mal? Nö, kann man nicht doch mal Rappi? anklicken. Ich habe jetzt. Du Arsch. Ich habe jetzt was gelernt. Wir sollten alle Goldblöcke sprengen. Ja. Wieso ist doch witzig? Und ich habe was gelernt. Das haben Setti gerade unsere Folge gestreckt hat auf 23 Minuten. Ja, und während ich hier entlang laufe und habe mir hinterher, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Alex rennt gegen einen Baum, damit man sein Gesicht besser kennt. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Minecraft Raptor steht im Weg. Games. Vielen Dank fürs Zuschauen und Rappi. Bye bye bye. Tschüss.